Wir reden hier jetzt Ende Juni des Jahres 2011. Es ist ja auch in anderen Demokratien, zum Beispiel in Frankreich oder zum Beispiel in Amerika, durchaus so, dass die Kandidatur des Spitzenmannes nicht viele Jahre im Voraus festgelegt wird. Das muss mich aber persönlich überhaupt nicht hindern, meine Meinung zu sagen. Und ob Ihnen das sonderlich passt, Per, ich bin aus zwei Gründen der Auffassung, dass die SPD gut beraten wäre, Sie als den Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers zu nominieren. Der eine Grund ist, dass Sie offensichtlich in besonderem Maße die Fähigkeit haben, das Vertrauen und damit die Stimmen von Menschen an sich zu binden, die sich nicht notwendigerweise für sonderlich links halten, wohl aber Menschen an sich zu binden, die sich eigentlich zur Mitte der Gesellschaft zählen. Ihre Reichweite übertrifft die Reichweite der Sozialdemokratischen Partei, wie sie sich in den letzten Wahlen aller Art, Landtag und Bundestag, niedergeschlagen hat. Der andere Grund ist, dass Sie bewiesen haben, dass Sie regieren können und dass Sie bewiesen haben, dass Sie verwalten können. Das Regieren können hat sich in vielerlei Stationen Ihres Lebens gezeigt, das Verwalten können desgleichen. Es hat sich insbesondere gezeigt in der souveränen Art, in der Sie als Finanzminister umgegangen sind, mit den Konsequenzen der in New York ausgebrochenen, aber dann sich über die ganze Welt verbreitet habenden Finanzkrise. Deutschland ist da relativ gut dadurch gekommen, besser als manch andere. Und das ist zu einem großen Teil, und das weiß auch das Publikum, Ihr Verdienst. Deswegen steht meine Meinung also heute schon fest, auch wenn die Führungsgremien der Sozialdemokratischen Partei noch ein weiteres Jahr Zeit brauchen sollten. Ihr Urteil ehrt mich, Helmut, aber mein Eindruck ist, dass im Augenblick die Republik keine schlaflosen Nächte über die Frage hat, wer Kanzlerkandidat der SPD will. Sehr viel wichtiger wird es sein, dass die SPD Positionen, Lösungsangebote, Kompetenzen entwickelt, die sie attraktiv für diese Wahl machen. Und dann wird es zum richtigen Zeitpunkt zu entscheiden sein, wer die besten Chancen hat. Ich verstehe Ihren Standpunkt, führe aber als Fußnote hinzu, dass man gar nicht sicher sein kann, dass es noch 2,25 Jahre bis zur nächsten Wahl dauert. Die gegenwärtige Regierung kann durchaus auseinanderbrechen. Und dann können die Wahlen auch früher stattfinden. Ja, da muss man vorbereitet sein, aber es macht keinen Sinn, sich auf eine Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit einer nicht vollen Legislaturperiode jetzt mit einer Personaldebatte einzustellen. Ich habe durchaus Verständnis für den Standpunkt, bei dem Sie bleiben wollen. Ich behaupte, eine Parteiaktivitas, oder lassen wir uns das Wort aussprechen, eine Parteifunktionäre, die eigene Partei mobilisieren können, sind eine notwendige Bedingung, um einen Wahlkampf zu gewinnen. Eine notwendige, eine hinreichende sind sie nicht. Das heißt, ich will in manchen kritischen Bemerkungen über die sehr strukturkonservativen Interessen dieser Parteifunktionärsebene, diese Kritik, die ich da habe, nicht missverstanden werden, dass ich in eine Distanz, geschweige denn in eine Verachtung gegenübergehe. Mir ist sehr bewusst, dass man erhebliche Kräfte der eigenen Partei braucht, um sie hinter sich zu scharen und eine Kampagne zu gestalten mit einer hohen Durchschlagskraft. Der Punkt ist nur, dass in manchen Teilen der SPD vergessen wird, dass die hinreichende Bedingung lautet, über die Grenzen der SPD hinaus in Wählermilieus und in Gesellschaftsschichten hineinzukommen, die sich nicht allein überzeugen lassen durch sozialdemokratische Rechthaberei oder durch sozialdemokratische Weisheit. So, das heißt, man ist in einem Spagat. Diejenigen, die in der Partei am engsten verhaftet sind, mobilisieren sie vielleicht am stärksten, aber sie haben die geringere Reichweite in breite Wählermilieus. Und diejenigen, die größte Reichweite haben in breite Wählermilieus, die sind weniger in der Partei verhaftet und demotivieren sie vielleicht.
Und das ist exakt die Frage, die Schlüsselfrage für einen Bundestagswahlkampf, die mich beschäftigt. Das muss man sehr genau selbst analysieren, morgens von dem Rasierspiegel, wo die eigenen Stärken und Schwächen sind. Da muss ich aus meiner eigenen, aus meinem eigenen Lebenslauf mal eine Geschichte erzählen. Ich wurde 1968 50 Jahre.